wir sind gerade auf dem Weg zu... zu einem Möbeleinrichtungshaus. Gustos. Achso, Ikea, ja. Also wir fahren jetzt gerade zu Ikea. Ich wollte nämlich noch ein paar Sachen besorgen. Einmal für meine Küchenorganisation und auch einmal für Elisas neues Zimmer. Da habe ich mir schon so ein paar Sachen draufgeschrieben. Hier ist mein Zettel. Justus hat eben auch noch widerwillig die Maße genommen. Sehr widerwillig. Ich wurde dazu gezwungen. Ja, man muss das vorher wissen, Justus. Sonst stehen wir da und wissen nicht. Ach, so ungefähr. Ich hoffe, heute ist es nicht so voll. Na, hier ist doch niemand. Es geht doch, ne? Haben die offen? Natürlich haben sie offen. Warum haben sie nicht offen? Die sind zu wenig. Nimm dich ein bisschen mit beim Shoppen und wir haben zu Hause auch noch einiges vor heute. Hotdogs gibt's doch auch da, ne? Hotdogs gibt's hier auch, ja, aber ich habe jetzt keine Lust auf Hotdogs. Achso, du nicht. Ja, aber andere Personen hier im Auto. Ich freue mich so. Ich habe zwar nur die Sachen aufgeschrieben, die ich aufgeschrieben habe, aber man weiß ja nie, was es da noch so gibt. Was man noch so ein bisschen gucken kann. Ich habe heute übrigens einen biederen Dutt. Guck mal, wie bieder der ist. Total bieder. Ich habe auch keinen bieder Dutt. Weil viele sagen ja, es sieht gut aus, wenn ich mir die Haare komplett zusammen mache. Deshalb sind sie heute mal komplett zusammen. Guck mal, die wollen schon den Weihnachtsbaum da schmücken, glaube ich, ne? Steht da jetzt so ein riesiger hier am Eingang. Was ich auch noch sagen wollte, wir haben uns entschieden, die Weihnachtskartenaktion zu verlängern, weil die so gut angekommen ist und viele haben sie wohl auch verpasst, weil es nur dieses eine Wochenende gelaufen ist. Deshalb wird es ab heute wieder losgehen. Zu jeder Bestellung eines unserer Schmuckstücke gibt es eine Weihnachtsgrußkarte von uns. Das Fotoshooting hatten wir ja gemacht, hatte ich dich ja auch mitgenommen. Ich freue mich drauf, die Karten zu schreiben. Ich hoffe, du freust dich auch. Ich werde nochmal alles in die Infobox schreiben und auch noch auf Instagram Bescheid sagen. Und dann geht es diese Woche los, also jetzt, wenn das Video online geht. Eine ganze Woche lang wird das laufen, bis nächsten Sonntag. So, Jusetuse. Jusetuse. Wollen wir? Ja. Hast du eine große unbedingt. Tragetasche dabei? Ich extra gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht, was du unter Gruß verstehst. Ich habe eine Tragetasche dabei. Shopping mit meinem Ehemann. Ich bin hier nur der Träger. Ist gar nicht so kalt. Wir haben beide nur unsere Frühlingsjacken an. Frühlingsjacken. Mir reicht das nicht. Bist du dir sicher, dass die schon aufhaben? Hier ist niemand. Hier ist niemand und die Fernseher sind auch alle aus. Total ungewohnt, dass hier niemand ist. Komm, wir machen Probe sitzen. Hier ist ja niemand. Man fühlt sich wie im eigenen Wohnzimmer. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Sonst ist es hier immer so rappelvoll. Eigentlich müssten wir gar nicht hier durch diese Einrichtungsstadt laufen. Aber wir machen es natürlich trotzdem, weil vielleicht finde ich ja schöne Sachen. Und Inspiration. Guck mal, ist abgesperrt hier. Da darfst du nicht rein. Der Tatort. Darfst du nicht. Ich habe hier schon die Boxen gefunden, die ich haben wollte. Nee, nicht die. Die hier. Die gibt es ja in einer Nummer größer, aber die passen ganz gut. Wie heißen die? Box mit Deckel. Ach, die haben sogar einen Deckel. Nee, das sind aber nochmal andere. Guck mal, die sind irgendwie alle verschieden. Also ich wollte die hier haben. Fürs Bad. Die gibt es, glaube ich, nochmal unten, Justus. Also die einen Boxen gibt es unten und jetzt habe ich das hier entdeckt. Guck mal, ich finde das richtig toll. Für die Küche, weißt du? Für Kartoffeln, für Zwiebeln. Oder? Ja, wo gibt es denn die? Die gibt es ja bestimmt auch unten im Küchenbereich. Aber das ist ja so anregungsmäßig, ne? Guck mal, das sind sogar meine Gläser. Das ist so genau die Aufbewahrung, die ich schön finde. Hier drin? Ach, guck mal, hier sind meine Gläserchen. Genauso, wie ich das mag. Finde ich sehr schön. Ach, guck mal, die haben auch diese riesigen Flaschen, Justus, für meinen Sirup. Die XXL-Flaschen, die brauche ich, Justus. Guck mal. Oh mein Gott. Ich hatte immer nur so gut, kleine. Also, du kannst es kaum erwarten, unten zu sein, ja? Ja, deine. Stimmt. Was, ja, aber... Guck mal, sowas brauche ich zur Anregung, ne? Sonst weiß ich ja gar nicht, was ich kaufen soll. Ich bin jetzt in der Boxenabteilung angekommen. Große Boxen. Kleine Boxen. Und hier sind auch diese Küchen, die ich gesehen habe, diese ganz großen Körper. Hast du schon einen eingepackt, Justus? Große nicht. Doch, den da meine ich doch. Achso, die Körper, die Küche. Zwei davon passen in einen Schrank. Braucht man eher so kleinere zum Aufbewahren oder so groß? Meinst du, mein Schatz? Ich bin doch eher die kleineren. Da hast du da wieder so viel Füsselkram drin. Oder weißt, auch nicht. Du kannst es so machen. Wir machen dann jeweils rechts und links einen großen. Verstehst du? Und dann nach vorne die kleinen. Ach, gibt's gar keine mehr in den hellen Farben? Hab ich schon. Nur noch in Blau. Die letzten zwei. Ach, guck mal, haben wir die letzten zwei bekommen. Da
das ist die Bildleiste, die ich haben wollte. Aber irgendwie ist sie so breit. Ich dachte, die wäre schmaler. Die wollte ich eigentlich für Elisas Zimmer haben, als Aufbewahrung. Einen Tipp hatte ich auch bekommen aus der Community. Justus überlegt noch. Brauchen zwei davon. Hä? Erst wolltest du gar keine, jetzt willst du zwei. Ja, ich model das um. Oh, Justus will wieder sägen und basteln. Wir wollen ja nur diese, so ein bisschen... Die Hörspielfiguren wollten wir da drauf machen. Okay, guck mal, wie voll unser Einkaufswagen schon ist. Bin total glücklich. Ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Den Haul zeige ich dir auch noch zu Hause. Sind jetzt fertig mit dem Einkauf, haben schon bezahlt. Jetzt möchte Justus noch einen Hotdog. Muss ich warten, bis er sich einen Hotdog geholt hat. Wir haben sogar noch ein Pflänzchen mitgenommen hier. Zeige ich dir gleich, was Justus damit vorhat. Er will das wieder in mein Sofa stopfen. Kannst mir ja mal schreiben, ob du hier aus der Lebensmittelabteilung von IKEA auch irgendwas empfehlen kannst, was man unbedingt essen muss, weil das total lecker ist oder so. Also ich gucke hier zwar immer, aber hat mich bisher nichts angesprochen. Aber vielleicht gibt es da auch so einen super Geheimtipp, oder? Das hat nämlich auch einen kleinen Haul gemacht. Also, ich habe wieder ganz tolle Sachen gefunden. Und zwar, wo fange ich an? Hier, mit endlich einem Spaghetti-Glas. Tada! Das hat die perfekte Länge. Also es ist fast unmöglich, diese Länge an Glas mit diesem Verschluss hier zu finden. Also ich habe überall im Internet geguckt. Aber das gibt es bei IKEA. Die anderen sind nämlich nicht so länglich nach oben, sondern eher so in die Breite. Und das ist auch wieder dieser Gummiverschluss. Also da werden jetzt immer meine Spaghettis drin gelagert. Jetzt habe ich dafür auch endlich so ein hübsches Gläschen. Und, apropos Glas, das hatte ich dir ja schon da beim Einkaufen gezeigt, auch so ein wieder zum Sirup machen. Sonst brauchte ich nämlich immer so zwei kleine Flaschen und das hat wirklich ein großes Volumen hier. Also da passt ganz viel Sirup rein. Auch wieder nochmals ein ganz, ganz toller Tipp für so ein Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk. So eine Art, ich verschenke Gesundheit, wenn man diesen Zitronen-Ingwer-Sirup verschenkt. Ein sehr, sehr schönes Geschenk. Selbstgemacht auch. Dann habe ich noch so ein paar Sachen für Elisa gekauft. Das sind so Bastel- oder Malunterlagen. Ganz viele verschiedene Farben. Oder auch für Clara. Also solche Bastelsachen brauchen wir wirklich ständig. Clara hat übrigens gestern was richtig Tolles gebastelt. Das zeige ich dir gleich noch. Da habe ich wirklich sehr gestaunt, als sie mir das gezeigt hatte. So, das habe ich gekauft. Und auch das hier, das ist so eine Rolle voll Papier. War auch ein Tipp aus der Community, dass man sowas für Elisa ganz gut gebrauchen kann, für ihren kleinen Maltisch, dass ich das dann ausrolle und dann der komplette Tisch bedeckt ist, weil sie hat ja bisher immer so ein bisschen neben dem Papier gemalt. Und dann kann sie wirklich darauf malen und dann ziehe ich das weiter, wenn es dann voll gemalt ist. Achso, dann habe ich noch sowas hier gekauft. Das ist so Gummi. Also das macht man ja unter den Teppich und dann verrutscht der nicht so. Wir haben hier vorne unter der Treppe ja so einen kleinen Teppich, der verrutscht immer. Da werde ich das gleich direkt mal hinmachen. Und, das ist ja auch schon gesehen beim Einkaufen, diese Bildleisten haben wir geholt. Zwei Stück hat Justus geholt, weil er das noch irgendwie zusammenfriemeln möchte. Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber die sind auf jeden Fall für Elisas Zimmer oben, für die Aufbewahrung ihrer Hörspielfiguren. Das hier habe ich auch für Elisa gekauft. Wassermalkasten ist das. Warte mal, aber ich fand den Inhalt sehr gut. Ich zeig dir das mal. Einmal aufmachen. So sieht das aus. Also oben sind ja die Farben. Kann man das so aufmachen? Kann sie damit malen. Aber drunter ist sowas hier. Sieht man das? Ich finde das richtig toll. Also zwei Pinsel sind da drin. Und vor allen Dingen hier, da kann sie dann ihr Wasser reintun. Und dann steht das hier auch ganz fest. Also so ein bisschen fest. Und diese Boxen hier, die habe ich dir auch schon gezeigt, die sind für Kartoffeln und Zwiebeln, so habe ich mir das gedacht, kommen auch unten hin in meine Küchenschränke rein, die ich übrigens auch noch unbedingt aufräumen möchte. Und, achso, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, die Tüte hier. Es gibt neue IKEA-Tüten in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Rosa, blau, pink und auch in Erdbeere. Also rot mit diesen Punkten. Fand ich sehr, sehr schön. Mal was anderes als diese blauen, die wir ja irgendwie in zwei Stück. Zwei Stück haben wir davon, aber sowas ist natürlich hübscher. Dann
Diese Boxen, hat ja Justus schon erzählt, möchte er bei Clara in der Dachschräge, da sind ja so unten ganz viele Schränke, und da wollte er diese Boxen reintun. Und natürlich diese Boxen hier, die haben wir geholt für oben im Badezimmerschrank. Du willst nicht wissen, wie es da drin aussieht. Da habe ich alles Mögliche drin, wirklich an Gesichtsmasken bis Badezusätze. Fliegt da im Moment komplett lose in dieser großen Schublade rum. Da will ich unbedingt ein bisschen Ordnung schaffen und das klappt bestimmt mit diesen kleinen Behältnissen hier. Und den großen. Und das war aber noch nicht alles, denn wir haben auch noch eine Pflanze geholt. Ja, die wollte Justus jetzt in mein Sofa stopfen. Die wollte er jetzt wegtun, weil er meinte, sie ist so klein und zierlich. Er möchte hier noch mehr Pflanze haben an meinem Sofa. Die kommt dann dahin. Gleich werkeln wir auch noch ein bisschen in dieses Zimmer, damit das endlich auch fertig wird. Dann wollte ich dir noch hier das zeigen. Das hatten wir ja gemalt. So sieht das jetzt fertig aus. Sieht viel hübscher aus noch, wenn es draußen komplett dunkelschwarz ist. Und das leuchtet dann richtig, hier dieser Tannenbaum. Das hier hat übrigens Elisa auch noch gemalt gestern. Hat sie sich auch einen Stift geschnappt und hier mitgemalt. Mit Johann und Clara zusammen. Also ich habe das gar nicht zu Ende gemacht, sondern Johann und Clara waren das. Sieht man noch hier ganz schön. Clara hat sich ganz, ganz viel Mühe gegeben. Richtig toll geworden. Ich werde jetzt einmal Clara abholen gehen, dann werde ich Mittagessen kochen. Sie hat sich Nudelsuppe gewünscht. Kennst du noch meine Nudelsuppe, meine berühmte Nudelsuppe? Die ist in aller Munde. Ja, ganz viele haben sie schon nachgekocht und fanden sie sehr, sehr lecker. Geht super schnell und viele Kinder lieben diese Suppe, weil die einfach so mega lecker ist. Läuft da etwa die Kaffeemaschine? Nein. Da läuft sie. Oh, die ist die Kamera. Das muss alles aus, aus. Ist denn klar? Das darf nicht gefilmt werden. Darf ich mal so ein mitnehmen? Ja, klar kannst du so einen mitnehmen. Dafür haben wir sie gekauft. Ich wollte jetzt hier einmal diesen Teppich machen, den ich dir eben gezeigt habe. Kann ich nach oben? Ja, gerne. Eine Hausaufgabe. Hausaufgabe schon? Erst Klavierunterricht und dann rein. Ja, heute ist wieder voller Terminplan. Kommst du rum? Mami, mach die Kamera einmal kurz. Dann kommst du da lang. Diesen Teppich hier meine ich, der rutscht immer so doll. Da wollen wir einfach gerne was haben. Hier hatte Justus schon mal Teppichklebe. So eine Teppichkleber hier, aber hat nichts gebracht. So, wie macht man das denn jetzt überhaupt? Lege ich einfach dahin oder wie? Mal gucken. Umgedreht. Und muss ich das jetzt irgendwie dran kleben, Justus? Nein, das klappt da drauf. Nee, aber wenn ich das jetzt umdrehen will, dann dreh mal mit mir um. Und? Gut. Da rutscht nichts mehr. Sehr schön. Tolle Anti-Rutschmatte hier. Sehr empfehlenswert. Dieses Geräusch, ne? Das darf nicht sein. Aber ich brauche, glaube ich, einen Wachmacher. Alleine schon dieses Geräusch macht mir schon so Gänsehaut. Du brauchst einen Wachmacher. Trink doch deinen Jasmin-Tee. Das mache ich abends. Justus, du bist beobachtet. Du brauchst ja gar nicht weggehen, ne? Ich kann auch schon nach hinten verkaufen. Hm. Wir haben nicht gesehen. Ich wollte ja noch zeigen, was Clara gebastelt hat. Total schön. Also eigentlich hatte sie nur diese Muschel bekommen und dann hat sie aus dieser Muschel das hier gemacht. Guck mal. Erinnerst du dich noch an diese Pop-Up-Karte, die wir gemacht hatten? Ich glaube, da wurde sie inspiriert, so 3D-Sachen hier zu machen. Guck mal, ein Fisch, hier so ein paar Algen und dann in der Mitte eine Muschel mit einer Meerjungfrau drin. Also es ist Clara. Clara als Meerjungfrau. Süß, oder? Richtiges 3D-Bild. Ganz, ganz toll gemacht. Clara ist ja da oben, hat die ganze Zeit zugehört. Also richtig toll gemacht, Mami. Ist immer noch super stolz. Gucken wir mal, wie wir das hin tun, ne? Eine Frage, Clara. Flasche, Tasche, Hase, Vase. Oder? Ja. Hört sich gut an. Ich habe hier schon die Körbchen stehen. Und zwar, jetzt halte dich fest, ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann. Wahrscheinlich nicht, aber das ist meine bisherige Aufbewahrung von Kartoffeln und Zwiebeln. Also ich habe sie
einmal nur hier irgendwie reingeschmissen. Mich juckt schon wieder in den Fingern. Ich will jetzt unbedingt wieder organisieren, umräumen und so. Was hast du mir denn hier für ekliges Zeug reingetan? Das ist nicht eklig. Das ist, der sieht schwarz-grau aus, aber ich glaube, der ist blau. Was hast du denn damit vor? Ich muss ihn einmal in die Geschirrspülmaschine stellen. Du stellst das nicht in die Geschirrspülmaschine. Kannst du draußen bitte mit deinem Wasserhahn da drauf? Der ist schon ausgestellt. Außerdem ist das Wasser kalt. Ich gehe in die Dusche. Warum hast du das hier stehen? Das ist auch ekelig. So, ja, ich wollte hier jetzt kochen, was du so das nicht so ekeliges Zeug. Okay, Nudelsuppe. Du weißt ja bestimmt noch, wie die Nudelsuppe geht, oder? Meine berühmte Nudelsuppe. Clara? Ja? Heute gibt's Nudelsuppe. Ja. Hat sich Clara gewünscht. Sie liebt Nudelsuppe. Hatten wir auch schon ziemlich lange nicht mehr. Also seitdem die Preppi da ist, wurde die Nudelsuppe nicht mehr so oft gemacht. Heute kochen wir also wieder mit Topf. Ganz normalen Topf. Und meine Nudelsuppe. Die Zutaten kann man an zwei Fingern abzählen. Man braucht... Oh, haben wir gar nicht mehr so viele. Reicht gerade so noch. Tomaten, Nudeln, und zwar Bandnudeln. Solche Bandnudeln kann man natürlich auch andere nehmen. Also das, was einem schmeckt. Meinen Kindern schmecken solche Bandnudeln sehr, sehr gut. Dann brauchen wir noch meine Gemüsepaste. Oder auch normale Gemüsebrühe, wenn du sie zu Hause hast. Und Eier. Heißes Wasser noch. Und dann ist meine Nudelsuppe schon fertig. Ich liebe sie. Die Tomaten braten schon gerade ein bisschen an. Ich füge jetzt einmal das Wasser hinzu. Das kann jetzt noch so ein bisschen vor sich hin köcheln. Hier habe ich noch eine Aubergine übrig, eine gefüllte Aubergine von gestern. Ich glaube, die mache ich mir auch noch gleich einmal warm. Ach, ich dachte, ich habe ja auch schon mal gezeigt, wie ich das gemacht habe. Noch ein bisschen. Ich warte einfach immer, bis die Tomaten so ein bisschen matschig geworden sind. Bis sie den ganzen Saft abgegeben haben. Und dann kommen die Nudeln rein. Und wenn die Nudeln durch sind, ist die Suppe ja eigentlich auch schon fertig. Deshalb geht das super mega schnell. Also ich tue da wirklich nicht mehr rein als Gemüsebrühe. Mehr Gewürze braucht es nicht. Und gerade für Kinder ist das ja meistens so, je weniger Gewürze, desto leckerer ist es für die Kinder. Aber ich habe schon ganz viele Abwandlungen gesehen von meiner Nudelsuppe. Habe ich schon ganz viele Bilder bekommen mit anderen Nudeln oder noch mit anderem Gemüse drin. Sah alles sehr lecker aus. Das ist quasi das Grundstockrezept. Jetzt ist gut. Die Suppe ist fertig. Wer erinnert sich noch an meine Nudelsuppe? Sieht super mega lecker aus. Guten Appetit!